Bürgermeister Franz Ziegelböck, der Chef der Liederregion Hausruck, die dritte Jahreshauptversammlung, die Frühjahrsversammlung der Liederregion. Was wird es zu berichten geben? Ich glaube, wir können von großem Schwung berichten, den wir in die Hausruck-Region getragen haben. Die Frühjahrstagung 2002 steht unter dem Motto Aufbruch und neue Wege suchen. Wir wollen Wege suchen und Wege finden über den Hausruck. Wir haben Vertreter von 22 Gemeinden da und vor allem wird das Rettwegenetz das große Thema sein. Ja, wir begrüßen heute im Hausruck einen sehr prominenten Gast, die Frau EU-Abgeordnete Agnes Schierhuber. Vielleicht für unsere Seher, die Sie nicht kennen, wenn Sie nur vielleicht ganz kurz vorstellen, woher Sie kommen, wie lange Sie uns schon bei der EU vertreten, aus welcher Schicht Sie kommen. Ja, mein Name ist Agnes Schierhuber. Bin seit 28 Jahren in der Politik, bin seit Beitritt Österreichs zur EU die einzige Vertreterin der Landwirtschaft und des ländlichen Raums für ganz Österreich in Brüssel und Straßburg, war vorher im Bundesrat und noch davor in der Landwirtschaftskammer, sprich Bauernkammer als Funktionärin. Ja, und heute, wie gesagt, im Hausruck bei der Liederregion Hausruck. Ihr Thema wird heißen Förderungen für Liederregionen. Was wird es da zu hören geben? Lieder Plus ist das Fortsetzungsprogramm für die Ziel 5b-Gebiete. Nur mit dem großen Vorteil in dieser Finanzplanungsperiode von 2000 bis 2006, dass alle ländlichen Gebiete Österreichs hier in den Genuss dieser Fördermaßnahmen kommen können. Und es ist im Grunde genommen die Aufgabe und die Chance der Bevölkerung, hier im Vernetzen von Wirtschaft, Landwirtschaft und auch sozialen Elementen, Umweltelementen, hier die Besiedelung und die Attraktivität des ländlichen Raums aufrechtzuerhalten. Frau Magister Gumpelmeier, Sie ja zuständig für Frauenprojekte, wenn man es so schön sagen darf, hier in der Liederregion Hausruck. Um was geht es denn hier genau? Ja, im Konkreten bin ich zuständig für das Projekt Zukunft schaffen. Für Frauen und junge Erwachsene im Hausruckgebiet sollen eben neue Arbeitsplätze, ich sag, erfunden werden. Nischen entdecken durch Befragung der Bevölkerung, durch Ortsbegehungen, schauen, was gäbe es denn bei uns zu tun und daraus neue Arbeitsplätze für die Frauen und für die jungen Erwachsenen in der Region zu schaffen. Jetzt haben Sie gesagt, Arbeitsplätze erfunden werden. Gibt es da auch schon konkrete Dinge? Ja, ich habe konkret dieses Modell schon im Mondseeland durchgeführt und da sind 10 Projekte daraus entstanden. Zum Beispiel eine Frau hat sich ihren eigenen Arbeitsplatz geschaffen und eine Regionalzeitung gemacht. Oder eine andere hat sich selbstständig gemacht als PR-Institut, PR-Organisation und Organisationsentwicklung. Eine weitere mit einem Übersetzungsbüro. Es geht einfach darum, die Stärken der einzelnen Frauen herauszufinden und zu schauen, was gäbe es denn zu tun, welche Dienstleistungen werden gebraucht und daraus neue Jobs, neue Arbeitsplätze, neue selbstständige Unternehmen zu schaffen. Wo soll es hinführen, in eine stärkere wirtschaftliche Region oder? Unsere Gemeinde hat Erfahrung mit EU-Projekten. Die Gemeinde Gevelskirchen hat 7 5B-Projekte gemacht in den vergangenen 6 Jahren, wobei wir das größte Projekt, unsere Fernwärme, unser Schaffelbad, wo wir eben als einzige Haus- und Gemeinde auch Thermalwasser in unserem Ort anbieten können. Die anderen kleineren Sachen wie eben Reitwege oder auch Selbstvermarktung, die sehr, bei uns sehr großen Stellenwert hat. In diese Richtung soll es weitergehen, dass man eben Ideen sammelt und dass wir für unsere Gemeinde das Beste draus machen. Die EU-Abgeordnete, die heute bei uns ist, die sagt auch, ihr ist die Zeit zu schade, um zu jammern. Tun wir was.